Heidi Klum zu alt fürs Modeln? Wir haben kein Ablaufdatum. Vor 20 Jahren hatte ein junges deutsches Nachwuchsmodel sein erstes Titelfoto auf dem Koffer einer einflussreichen Zeitschrift. Seitdem rollt der Siegeszug von Heidi Klum, 44. Das Model ist der Exportschlager Deutschlands und auf jeder Fashion-Show ein gern gesehener Gast. Trotz mehr als 20 Jahren im Business denkt die Topmodel-Mama noch lange nicht ans Aufhören. Im Gegenteil, das Alter spielt für beim Modeln keine Rolle. In der Show Ellen von Talkmasterin Ellen DeGeneres, 60, spricht die Blondine von ihren Kritikern, die immer lauter werden. Immer wieder sagen die Leute, dass ich jetzt 44 bin, auf die 45 zugehe, und fordern, dass ich den Job an eine Jüngere abgebe. Doch einfach abtreten könne schließlich nicht die Lösung sein, sagt das Topmodel und rechnet mit seinen Hatern ab. Ich finde, dass es so viele Frauen in meinem Alter und älter gibt, die sich auch immer noch sexy fühlen wollen und das auch sollten. Wir haben ja kein Ablaufdatum. Ich fühle mich immer noch sexy in meiner Haut. Klingt ganz so, als würde ihrer Berufung noch sehr lange treu bleiben. Das beste Beispiel, dass es im Modelbusiness nicht auf das Alter ankommt, liefert seit Jahren Seefärgerin Eveline Hall. Gegenüber Promi Flass verriet die 72-Jährige ihr Geheimnis für Schönheit bis ins hohe Alter: man soll das Leben einfach genießen und sich mit tollen Menschen umgeben.